Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Review. Ich habe mal wieder eine Kotobukiya Bishuyo-Figur für euch. Und zwar handelt es sich um die gute Chucky-Figur. Und ich würde mal sagen, wir mal nicht lange quatschen, sondern gehen wir auf den Karton und danach auf die Figur ein. Ja, die Figur ist leider nicht mehr drin, weil ich beim ersten Mal aufnehmen so hart gefailt habe und mein Fernseher angelassen hat und ihr die ganze Zeit Hintergrundgeräusche gehört habt. Deswegen, ich hole mal eben das Licht ein bisschen näher, sehe ich gerade, das steht so weit hinten. So, deswegen nehme ich das nochmal auf und darum ist die Figur auch nicht da drinnen. Also vorne haben wir ein schönes, großes Fenster drinnen. Kotobukiya, Bride of Chucky, she wants you for best friend. Dann haben wir hier unten nochmal einmal ein Artwork, Horror Bishuyo Statue Chucky, arranged by Chinua Yamashita. Ne, die haben ja immer so schöne Namen, die Japaner oder Chinesen. Dann haben wir hier einmal das komplette Artwork von, ja, wie nennt man das, von der guten Chucky? Von der guten Chucky würde ich einfach behaupten. Horror Bishuyo Statue, Bride of Chucky, Kotobukiya. Hinten nochmal ein kleines Sichtfenster drin. Hier haben wir mal zwei Shots. Horror Bishuyo Statue Chucky, einmal den Shot mit dem normalen Kopf und dann steht hier mal drauf mit separaten Kopf. Das ist dann dieser zerfleddete Kopf vom Chucky. Und dann haben wir hier nochmal drei Shots. Einmal hinten das Messer. Dann einmal hier mit den Schüchchen, einmal hier nochmal Chucky komplett und zwei Artworks. Tiffany habe ich heute auch bekommen, das kommt im Laufe, mache ich das noch diese Woche? Ich weiß es gar nicht, oder ich mache es Sonntag. Sonntag kommt dann Tiffany, genau. Und die Leute von Kotobukiya lassen sich ja meistens immer was Schönes einfallen für ihre Kartons obendrauf. Wenn ihr es gesehen habt, ich verlinke euch das mal bei der Jason-Figur und bei der Freddy-Figur. Da haben die oben halt bei der Jason-Figur die Maske und bei der Freddy-Figur oben haben die den Handschuh, ich weiß das gar nicht mehr. Oder einfach nur so drei Kratzer reingemacht. Und bei Chucky haben wir hier oben ein Messer drinne. Schick, schick. Und unten auf dem Karton ist immer wie die ganzen Hinweise auf Japanisch, Chinesisch, ich weiß es nicht, ich kann es halt nicht lesen. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns die Figur mal im Detail an. Bis gleich, Leute. Dann hätten wir das gute Stück. Ich drehe die jetzt einmal für euch und dann gucken wir die uns danach im Detail mal an. Ich hole mal auch die andere Lampe mal eben mehr ran, damit ein bisschen heller ist. So, wie gesagt, ich drehe die jetzt einmal für euch und dann gehen wir mal gleich auf die Details ein. Dann hole ich mal ein bisschen näher an die Kamera und dann erzähle ich euch dazu ein bisschen mehr. Also ich finde die Figur auf jeden Fall sehr nice. So, drehen wir mal hier unten am sexy Bein weiter. Gut, ich hole jetzt mal ein bisschen näher ran, deswegen, ich muss jetzt mal gleich am Autofokus ein bisschen rumspielen. Ah, warte, jetzt muss ich mal eben gucken. Autofokus. Nee. Ein Moment, Leute, haut mich bitte nicht. So, da haben wir es scharf. Ich finde die Figur auf jeden Fall sehr, sehr cool und wie immer bei den Kotobukiya, die Figuren, die Details sind auf jeden Fall nice. Hier die ganzen Sommersprossen im Gesicht, immer die einzelnen Wimpern auch sehr, die Bemalung ist auch immer sehr gut. Ich meine, gut, die Figuren kosten 90 bis 150 Dollar Euro und deswegen sollte man da schon einen gewissen Grad an Feinarbeit verlangen. Ja, was ich cool finde, also die Figur ist halt jetzt in, machen die Kotobukiya Statue Figuren ja auch immer. Aus bekannten Figuren halt immer weibliche Charaktere und ich muss sagen, das ist eine gute Umsetzung hier mit den ganzen Good Guy hier drauf. Sie hat halt so den Strampelanzug, den der Chucky auch anhat, diesen Jeansanzug. Und das T-Shirt ist halt auch original von Chucky. Finde ich sehr gut. Ich drehe die gute mal. Auch hier hinten auf der Rücktasche Good Guy draufstehen. Und genau. Hier haben wir das Messer. Da bitte vorsichtig sein. Das Messer ist separat in der Packung drin. Und das müsst ihr reinstecken. Ihr seht das Messer ist ziemlich dünn. Und das muss man schon mit der Gewalt hier durch das kleine Loch stecken. Aber wenn es einmal drin ist, ist es drin. Und müsst ihr aufpassen, nicht, dass euch die Klinge dabei abbricht. Vielleicht mit einem Föhn ein bisschen weich machen. Ich habe es jetzt so gemacht und das hat funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert, am besten ins heiße Wasser legen, nicht so lange. Oder mit einem Föhn leicht erhitzen. Dann kriegt man das da rein. So, gehen wir weiter zu den Füßen. Hier mit ihren beiden Strümpfen einen hochgezogen, einen runtergezogen, finde ich sehr cool. Auch hier die Pose so, ah ja, ich bin dein bester Freund, ne? Wenn ihr es sehen könnt. Und hinterrücks dann das Messer.
Auch hier die Schattierungen in der Kniekehle finde ich sehr nice. Das sind halt so kleine Details, die fallen einem nicht sofort auf. Und für die anderen unter euch, ja, das sieht man auch wieder. Unten halt ein paar Informationen. Die Figur ist festgeschraubt, nicht wie bei den anderen Figuren. Die haben ja meistens so ein Magnet dann unten, da kann man die da draufstellen. Das hat die Figur nicht. Dann steht hier noch Bright auf Chucky drin. Und ja, dann würde ich einfach mal den anderen Kopf draufstecken. Das kann ich euch auch mal eben zeigen. Das ist eigentlich gar nicht schwer. Ein bisschen wackeln. Rausziehen, Kopf ab. Und den neuen Kopf dran. Dann zeige ich euch den mal im Detail. Das ist immer natürlich ein Problem, wenn man so eine Figur mit mehreren Köpfen hat. Welchen lässt man drauf? Welcher gefällt am besten? So, hier haben wir dann einmal den geschredderten Kopf mit den ganzen Narben und den zugetackerten. Finde ich auch. Die Details sind einfach krass. Ich finde die... Ich würde immer eine Kotobukiya dafür kaufen. Egal wie teuer die sind. Ich habe auch noch welche hier rumstehen. Die zeige ich euch auch die nächsten Wochen. Einmal von The Flash Gorilla Groot oder Grot, wie man ihn nennt. Und den guten Kylo Ren von Star Wars. Und natürlich die Tiffany, die am Sonntag kommt. Ja, das ist die Figur. Wie gesagt, ist natürlich jetzt Geschmackssache, welchen Kopf man da dran lässt. Ich gehe nochmal ein bisschen näher dran. Ist natürlich Geschmackssache, welchen Kopf ihr drauf lassen wollt. Also ich tendiere, glaube ich, eher zu den normalen Kopf. So. Ich tendiere eher zu den normalen Kopf. Gefällt mir einfach irgendwie ein bisschen besser. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Oben, links oder rechts könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.